Willkommen Trader zum Donnerstag zur Live-Analyse hier vor Handelsstart in Deutschland mit Blick auf Kanadier, Schweizer Franken. Wir schauen in den Nebenwährungen auf US-Dollar, südafrikanischer Rand bei den Indizes, auf den Schweizer SMI 20 und den DAX. Der verharrt so ein bisschen in Lauerstellung am oberen Widerstand. Interessant zu sehen. Wir sind mittlerweile in einem guten Zielbereich angekommen. Jetzt zählt's, bricht er oben drüber, wäre das Ganze mega bullisch zu sehen. Aber mehr dazu gerne etwas später. Allen Live-Zuschauern hier an dieser Stelle natürlich wieder auch von mir einen schönen guten Morgen und danke für die lieben Grüße. Verbunden mit der Einladung, gerne Fragen rein in die Chats auf Facebook und auf GoToWebinar. Da antworte ich sehr, sehr gerne drauf. Dann heißt das jetzt, wir schauen, bevor wir in die Charts hineingehen, wie immer in der Handelsvorbereitung zum ersten auf den wichtigen Risikohinweis. Sie wissen es, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und als zweites schauen wir dann mal in die Nachrichten hinein. Nochmal ein kurzer Rückblick auf die Nachrichten von gestern. Da muss ich hier an dieser Stelle noch einmal kurz auf die gestrigen Nachrichten schauen. Wir haben nämlich die Einzelhandelsumsätze aus den USA bekommen und die haben doch enttäuscht. Wir hatten einen Zuwachs von 0,3% erwartet. Das war schon weniger als im Vormonat, aber die Fakten haben auf den Tisch gelegt, einen Rückgang um 0,3%. Das hat den Markt hier etwas enttäuscht. Das muss man einfach hier so ein bisschen konstatieren. Wie schon gesagt, Beachbooks gab es gestern auch. Das schauen wir uns morgen dann in Gänze an. Und der API Rohöllagerbestand ist ja alles einen Tag später diese Woche im Öl, weil es am Montag den Feiertag in den USA gab. Das haben wir hier an dieser Stelle gestern auch bekommen. Da gab es einen Zuwachs von 10,5 Millionen Barrel. Das sind meistens keine guten Vorzeichen für die Rohöllagerdaten, die wir heute bekommen. Aber schauen wir doch mal auf die aktuellen Daten hier an dieser Stelle. Das heißt, heute um 14.30 Uhr, wir sehen auch, der Tag ist sehr US-lastig, um 14.30 Uhr gibt es die Baugenehmigung aus den USA für den Monat September. Zusammen mit dem Wohnungsbau beginnen wir, bekommen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Das Ganze alles um 14.30 Uhr. Zur gleichen Zeit, wichtiger, sage ich mal, Wirtschaftsindikator hier, wir sehen es auch mit drei Bullenköpfen versehen, den Philly Fed Herstellungsindex und die Beschäftigung in diesem Bereich. Wir bekommen um Viertel nach drei, also um 15.15 Uhr die Industrieproduktion aus den USA, dann um 17 Uhr die Rohöllagerbestände und dann noch den Haushaltssaldo um 20 Uhr und am Abend dann gibt es noch zwei Reden. Eine vom Fed-Mitglied Bowman um 20 Uhr und dann die Rede eines FOMC-Mitgliedes Williams. Das zu den wichtigsten Tagesnachrichten. So. Ich glaube, wir haben noch Euro-japanischer Yen. Ja, wir gucken mal rein auf Euro-japanischen Yen. Das machen wir direkt, wenn wir hier mit den Handelsideen fertig sind. Weitere Fragen natürlich wie immer gern. Kurz zum DAX, das hatte ich ja versprochen. Wir sehen es, wo wir gerade notieren. Wir sind ja mit der starken Dynamik hier oben in den wichtigen Widerstandsbereich zwischen 12.600 und 12.660 Zählern hineingelaufen und dort verharren wir momentan auf relativ hohem Niveau. Also müssen wir mal schauen, wie der Markt sich jetzt hier entwickelt, wie es weitergehen kann. Wir können nach oben oder nach unten gehen. Ich will jetzt hier keine Analyse starten. Wir sehen halt die Tageskerze von gestern. Die hat hier oben und unten halt Schatten gehabt und die richtige Richtung werden wir dann sehen, wenn wir im kurzfristigen Bereich entweder übers Tageshoch drüber gehen, das spricht dann eher für Long-Szenarien oder aber wenn wir nach unten abfallen, hier sozusagen unter das Tagestief von gestern, spricht das eher für die einsetzende korrektive Phase, dass wir dann einen Rücklauf bekommen. Also wie schon gesagt, das kann an dieser Stelle beides passieren. Der Weg ist offen nach solchen Kerzen, gerade wenn wir uns in einer Range befinden. Das ist auch das, was wir schön in der Stunde sehen hier. Wir sind hochgelaufen und seitdem laufen wir mehr oder weniger seitwärts. Ne? Das kann für den einen oder anderen ganz kurzfristigen Range-Trader auch interessant sein. Nichtsdestotrotz, das ist das Bild, was wir hier im DAX haben. Wo wir gerade bei den Indizes sind, würde ich sagen,
gehen wir mal rüber zur Handelsidee, und zwar zur Handelsidee im Schweizer Aktienmarkt. Also wir schauen ja hier immer mal auf diverse Märkte, auch in den Indizes haben wir ja hier bei Tickmill ein buntes Potpourri an Möglichkeiten, die wir traden können. Und was wir mit Blick auf den Schweizer Aktienmarkt sehen, ist zum einen in diesem Chart, da steht noch der DAX dahinter, ich nehme das mal ganz kurz raus. Aus. Jetzt gucken wir, ob wir es weg haben. Wenn nicht, lösche ich es per Hand noch raus. Ja, jetzt haben wir es richtig da. Also, was wir hier an dieser Stelle haben, ist die Tatsache, dass der Markt, wir sehen es ja selbst, nachdem er hier ein neues Hoch geschrieben hat, über der Marke von 10.100 hier das Top gemacht. Bei 10.146 Zählern kam erstmal ein ganz schön starker Schub nach unten. Zwischenzeitlich eine kurze Erholung. Das Level hier um die 10.100 ist wieder relevant geworden und dann die massive Abwärtsdynamik hier Anfang des Monats. Das Low haben wir gefunden bei 9.677 Zählern und dann ist der Markt halt aufgebrochen auf die Oberseite. Wieder auf die Marke von 10.000 Zählern nach oben gelaufen. Die ist mittlerweile zurückerobert worden. Wenn wir uns die kleineren Zeiteinheiten anschauen, sehen wir den Schwung nach oben auch besser. Wir sehen ja hier, dass der Markt schon trendig nach oben läuft. Und das ist natürlich immer ein schönes Zeichen dafür. Ansteigende Hochs und ansteigende Tiefs zeigt uns einfach, dass die Händler momentan dazu bereit sind, höhere Preise zu akzeptieren. Und das ist ja immer ein gutes Zeichen dafür. Aber wir müssen halt auch schauen, geht das jetzt einfach so in diesem Tempo weiter oder verharrt der Markt bzw. geht in eine Korrektur? Zwei Fakten, die wir hier für die Entscheidung brauchen, Oberkante und Unterkante. Das bedeutet, alle Long-Szenarien bekommen dann wieder ordentlich Relevanz, wenn wir hier oben drüber laufen. Das heißt, hier über dieses Top, der Bereich ungefähr 10.000 knapp 80 Zähler, das ist der Deckel hier oben drauf. Da spielen dann unsere Long-Szenarien wieder definitiv eine Rolle mit Blick auf das Chartbild, was wir hier auf Tagesbasis haben. Das heißt hier an dieser Stelle, welche Marke haben wir dann oben drüber? Kurzfristig oder nahe Anlaufpunkte sind dann selbstverständlich erst einmal hier wieder mal das Widerstandslevel bei 10.100 Zählern und dann hier, wir sehen es, wir haben das Hoch bei 10.124, das war das Zwischenhoch hier und danach haben wir hier oben das Hoch bei 10.146 Zählern liegen. Das spielt dann eine Rolle, wenn wir nach oben wieder aufbrechen. Das kann man gut auch aus der Stunde timen, das schauen wir uns gleich an. Zuvor allerdings noch die Unterseite zu beleuchten und da haben wir hier das Tagestief von vorgestern. Wir sehen es, diese Kerze ist halt momentan eine Außenkerze, wo die Märkte hin und her laufen. Das haben wir ja im Währungsbereich momentan auch etwas öfter, dass wir so Seitwärtsphasen haben. Die bieten natürlich durchaus innerhalb der Range auch Trading-Chancen. Schaut man aber außerhalb der Ranges, müssen wir einfach schauen, fallen wir hier drunter, haben wir eine tiefer gehende Korrektur und dann brauchen wir natürlich auch Anlaufpunkte auf der Uhr. Hier in diesem Falle ein naheliegendes Support-Level noch, hier an dieser Stelle, als sich dieser Aufwärtstrend hier gebildet hat, über der Marke von 9.946 Zählern. Das könnte durchaus ein kurzer Haltepunkt sein. Wenn es allerdings wirklich tiefer geht, dann ganz klar Fakten, die wir auch im Stundenchart schön erkennen können. Das wäre einmal dieses Tief hier unten bei 9.893 Zählern, beziehungsweise hier unten dieser Support bei 9.770 Zählern. All das haben wir als Potenzial auf der Unterseite und verraten wird uns hier wahrscheinlich sogar schon der Stundenchart, wie es weitergehen kann. Das heißt hier, wir sehen es ja, der Markt ist hier weiter schön nach oben hin am Laufen und hier gibt es jetzt so ein bisschen den Schub zur Unterseite hin und wie schon gesagt, wenn wir mal diesen kleinen Trend, diesen ganz, ganz kleinen hier auf der Stunde anschauen, der wird halt gebrochen, wenn wir hier unten drunter fallen, unter die 9.967 Zählern und dann haben wir halt das Potenzial, unten ranzulaufen und dann kommen dann die tieferen Anlaufpunkte definitiv zur Frage und in, ja sage ich mal, diesem gesamten Konstrukt, was wir hier an dieser Stelle auch haben, sehen wir halt auch, dass dieses Korrekturtief, was wir hier unten haben, halt für diesen größeren Trend Relevanzen hat. Also wir haben durchaus hier jetzt ein paar Marker drinne, wo wir hin korrigieren können, ohne das schöne Longbild auf Tagesbasis kaputt zu machen. Heißt aber an dieser Stelle auch, jemand, der Korrekturhandel betreiben möchte, hat halt auch Potenzial nach unten hin, wo man sagen kann, okay, da könnte man durchaus ranlaufen und Zielbereiche bestimmen. Und das heißt halt an dieser Stelle Marker hier, wie wir sie unten drin haben. Da haben wir ja ganz klare Zielbereiche auch auf der Unterseite. Gehen wir zurück
in den Tag, und zwar rüber in die Währungen. Und da beginnen wir jetzt einfach mal mit der Nebenwährung hier, US-Dollar, südafrikanischer Rand. Da scheint es nämlich so, als möchte der Markt wieder rumdrehen. Garantien dafür haben wir natürlich nie, aber ich nehme mal kurz die runden Marken hier raus. Wir sehen, dass wir hier aktuell, wenn wir uns diesen Abwärtstrend hier betrachten, ich skizziere den mal ganz kurz noch rein, also das, worüber ich jetzt spreche, ist dieser Markt, der hier nach unten läuft. Wir haben es ja gesehen, Abwärtsbewegung, Gegenschub, und danach hat der Markt hier zur Bildung des Trends ausgeführt. Was wir hier an wichtigen Marker haben, ist halt dieses Widerstandslevel an dem Bereich, wo sich dieser Abwärtstrend gebildet hat. Und das haben wir hier um die Marke von 15.023. Und hier sehen wir, die Korrektur ist gestern dort oben reingelaufen und hat direkt mit einem Abverkauf begonnen. Und das ist immer so ein bisschen ein Zeichen, dass die Luft da oben etwas dünner wird. Zwar hat der Markt auch weiterhin die Chance, nach oben weiter zu korrigieren, rein technisch im Sinne dieses Abwärtstrends wäre es ja ohne weiteres möglich, hier in diesem Bereich ans Hoch bei 15.3096 reinzulaufen, ohne weiteres. Aber was ist dazu notwendig? Ganz klar, Fakt ist, wir müssen über dieses Tageshoch von gestern steigen, sonst sehen wir das nicht. Das heißt, der Widerstand hier hat Relevanz, und erst wenn wir hier über das Tageshoch bei 15.051 drüber laufen, haben wir tatsächlich die Chance, weiter nach oben zu gehen. Und da haben wir den nächsten Anlaufpunkt hier am Tageshoch bei 15.23219. Das ist mal die Marke auf dieser Stelle. Dreht der Markt rum, bleibt es also in Richtung Abwärtsdynamik, dann ist der Verlauf nach unten hin weiterhin gegeben. Natürlich, wenn sich der Trend fortsetzt, ist erstmal der große Anlaufpunkt hier unten, das aktuelle Trendtief bei 14.70.319. Darunter gibt es dann weiteres Potenzial, und zwar hier diese Marke von 14.50.300. Also da ist einiges geboten, und das schauen wir uns nochmal auch in den kleinen Zeiteinheiten an, weil wir sehen, der Markt fängt hier so ein bisschen an, nach unten auch zu swingen, und das ist halt das, was wir hier im Tageschart auch gesehen haben. Diese Marke hier oben, dieses Tageshoch von gestern, hat Relevanzen. Solange wie wir da nicht rüberlaufen, haben wir die Chancen eher auf der Unterseite als auf der Oberseite, und wenn der Markt dann rumdreht und dann auch weiter nach unten trendend wird, dann haben wir hier Anlaufbereich knapp über die Marke von 14.84. Wir sehen, das ist ein Level, das kann man jetzt nicht so genau auf den Zähler festsetzen, aber wenn wir uns das hier mal anschauen wollen, wir haben da halt schon einen Bereich, der relevant ist, der hier erst ein Widerstand war, dann eine Unterstützung gewesen ist. Also ein guter Anlaufpunkt, und bricht hier halt auch noch nach unten weg, dann haben wir hier das nächste Tief, den nächsten Tiefbereich um die 14.76, und dann stehen wir schon kurz über dem aktuellen Trendtief bei 14.70. Das also hier der kleine Blick in die Nebenwährung. Da kann man ja auch immer wieder den ein oder anderen Profit machen. Und dann schauen wir mal noch auf das Währungspaar Kan-Dollar, Schweizer Franken, bevor wir nachher noch zum Euro-japanischen Yen rübergehen. Hier, Kan-Dollar, Schweizer Franken. Da sehen wir aktuell auch, wie bei anderen Währungen immer mal üblich momentan, eine leichte Trading Range. So, wo ist die verortet? Das spielt uns ja immer in die Hände, an welcher Stelle das Ganze verortet ist. Wenn wir uns mal die Historie anschauen von hier in diesem Bild, dann haben wir hier jetzt im größeren Rahmen natürlich auch noch eine Trading Range. Und zwar hier oben die zwischen 0,75 und unten 0,7435. Und wir sind jetzt hier halt in der Situation, dass der Markt es tatsächlich geschafft hat, über dieser Marke zu schließen, hier im Hoch ungefähr 0,757. Das ist hier der Top gewesen. Und seitdem läuft der Markt hier so ein bisschen hin und her. Wir sehen es hier unten am Low bei 0,7522. Da war unten sozusagen die Unterstützung, wo der Markt nicht runter wollte. Das ist ja schon mal eine wichtige Fakt. Und jetzt haben wir hier diese Trading Range. Ganz klar, In-Range-Tradings wären interessant, wenn wir hier plötzlich im Kleinen wieder reingehen und sich dann ein Aufwärtstrend bildet. Das wäre dann eine sehr, sehr gute Möglichkeit, hier die Long-Richtung zu spielen, wieder hin zur Mitte oder hin zur Oberseite. Das wird man zeigen, wohin der Markt sich trägt. Aber wenn wir tatsächlich jetzt diesen Bruch vollziehen und wir die Bestätigung bekommen, dass wir hier unten drunter laufen, also auch unten drunter bleiben, dann haben wir als Anlaufpunkt als nächstes hier das Low bei
bei 74,917 und dann kann es schon relativ fix wieder in diesen Bereich hier unten reingehen bei 0,7435. Zur Vollständigkeit möchte ich nochmal kurz die Oberseite beleuchten. Die hat jetzt hier noch nicht so hohe Relevanzen, weil wir sehen, wir sind von oben wieder deutlich nach unten abgeprallt. Heißt also, sollte es der Markt schaffen, doch über die Oberseite drüber zu laufen, wir haben hier ein paar Spike Highs liegen und danach oben das Level hier, wo wir das hoch hatten, bei um die 0,7600, das sind mal so Zähler, die man durchaus auf der Oberseite in Betracht ziehen können. Aber wir laufen momentan drunter und weil wir drunter laufen, schaut euch mal kurz die Stunde an. Die Stunde trendet runter. Das ist jetzt Fakt. Und wenn wir hier jetzt sehen, wir bekommen hier so einen kleinen Seitwärtslauf, dann sehen wir halt auch, der letzte dynamische Schub nach unten, der korrigiert jetzt hier so ein bisschen über die Zeit. Und wenn das Ganze nach unten bricht, dann haben wir wirklich gute Chancen, die Richtung nach unten einzuschlagen und im kurzfristigen Bereich halt hier Richtung Tief bei 0,74,917 zu laufen. Zwischendrin haben wir hier noch einen kleinen Ansatzpunkt aus diesem Schub, den wir hier nach oben hin hatten. Das ist hier unten. Ich hänge da mal noch ein kleines Preisschildchen dran. Das sehen wir halt in der Stunde. Im Tag sehen wir sowas nicht hier in diesem Bereich. Die Marke von ungefähr 0,751. Der Zähler hier, das ist das, was im kurzfristigen auf der Uhr liegt. Und das könnte dann durchaus, jetzt läuft der Markt halt schon dahin, für die kleineren Zeiteinheiten relevant sein. Das heißt, dieser Trend, den wir jetzt hier haben, der setzt sich aktuell auch fort. Und da sehen wir halt, in den kleinsten Zeiteinheiten kann man das gut zum Traden nutzen entsprechend. Und dann sehen wir es halt auch, diese Marke hat auch hier eine Relevanz. Und das ganze Schöne, diese Bewegung, die wir hier jetzt nach unten gesehen haben, der hat gut korrigiert hier bis in diesen Ausbruchbereich hinein. Ich auch dort mal kurz was ran. Also hier, da haben wir den Ausbruchsbereich gehabt. Das war jetzt der Widerstand. Da hat der Markt korrigiert. Und jetzt setzt sich dieser Abwärtstrend nach unten hin fort. Und nächster Anlaufpunkt, wie schon gesagt, haben wir hier diese Marke von 0,75. Und wenn wir uns mal die 5 Minuten anschauen, da muss man ja im kleinen Bereich auch immer bleiben. Hier unten haben wir noch ein kleines Level. Da hänge ich auch mal noch ein Preisschildchen dran für das kurzfristige Trading, um einen Zielmarker zu machen. Heißt halt hier an dieser Stelle ungefähr die 0,75, diese Marke hier. Und dann geht es schon runter zu der Marke bei 0,749. Das ist das, was die kleinen Zeiteinheiten uns hier zeigen. Also wir sehen diese Range, die wir hier auf Tagesbasis im Kanndollar-Schweizer-Franken haben, die hat jetzt nicht nur eine Relevanz für einen Swing-Trader, sondern durchaus auch relevante Punkte für das kurzfristige Trading, das wir hier durchaus mit befeuern können. Kanndollar, Schweizer Franken. Das waren ein paar Gedanken dazu. Und dann schauen wir uns jetzt nochmal Euro, japanisches Yen an. Das hatten wir ja gestern auch. Muss mal kurz den Chart raussuchen, wo wir schön weit in die Bewegung auch reingelaufen sind. Und der Trend läuft weiterhin nach oben. Wir sehen es, also wir hatten das ja, ja in ähnlichen Situationen auch schon mal besprochen. So ein Trend läuft und läuft und läuft, bis er nicht mehr läuft. Das ist ja eine allgemeine Binsenweisheit. Nur die Frage ist halt, woran können wir denn erkennen, wie weit das Ganze noch laufen kann? Was wir hier halt gesehen haben, ist, dass von unten raus, wie schon gesagt, diese bestimmten Kurslevel abgearbeitet wurden. Potenziale nach oben sind weiterhin vorhanden. Das heißt, wir haben ja hier auch diesen wichtigen Widerstandsbereich um die 190. 19,870 rausgenommen. Das heißt, an dieser Stelle jetzt hier haben wir auch in dem größeren Bild, ich zeichne das mal ganz kurz an, wir haben jetzt hier in diesem größeren Bild definitiv auch einen Trend in die Aufwärtsrichtung laufen. Das heißt, wir sehen es auch hier sehr, sehr schön, dass wir Bewegungen und Korrekturen haben, die teilweise auch in Trends ablaufen und das Ganze läuft jetzt schön nach oben. Also richtungsführend sind wir hier mittlerweile aufwärts unterwegs und hier, wenn wir sehen wollen, wann diese Bewegung hier zu Ende geht, da helfen uns die kleineren Zeiteinheiten. Das heißt, an dieser Stelle weiß ich, dass der ein oder andere Trader sich gerne mal verunsichern lässt, wenn sich jetzt hier Intraday schon so eine Umkehrkerze bildet und man fängt dann halt an zu überlegen, naja, ist da jetzt schon zu weit gelaufen, fällt er um? Diese Frage können wir natürlich nie beantworten, bis er umgefallen ist. Und deswegen helfen da immer die kleineren Zeiteinheiten. Und wenn wir uns da diesen Schub auf Tagesbasis hier, das ging ja ordentlich zur Sache, hier haben wir mal eine Korrektur auf Tagesbasis auch gesehen, der Rest läuft halt einfach nach oben, ja, und der letzte Schub, wenn man einfach sehen will, wann es etwas mehr in die Korrektur geht, ist halt, dass wir diesen letzten Schub hier auch mal betrachten und das sieht
sieht man halt gut auch in der Stunde. Dazu zoome ich die Stunde mal ein klein wenig zusammen. Da sehen wir es nämlich hier. Dieser Aufwärtstrend, der ist absolut intakt. Hier haben wir auch die Korrektur gesehen, die über 2 Tage lief. Und jetzt läuft dieser Trend weiter nach oben hier in seiner Bewegung rein. Und wenn wir uns jetzt mal das Ganze hier faktisch anschauen wollen, dann müssen wir einfach sagen, gut, hier unten an dieser Stelle, hier in diesem Bereich, da ist jetzt ein wichtiges Support-Level, weil an dieser Stelle liegt sozusagen das Tief der aktuellen Korrektur im Stundentrend. Und wenn wir dort drunter fallen, dann geht es hier in die Korrektur der starken Tagesbewegung hinein. Wer das Ganze im extrem kurzfristigen Bereich traden möchte, aber ich glaube, Ralf, deine Frage bezieht sich jetzt hier nicht auf den 5-Minuten-Chart, sondern wie ich dich kenne, eher Stunde. Berichtige mich bitte, wenn es nicht so ist, aber ich glaube, wir hatten schon mal über den Tag gesprochen. Heißt halt, wer das Ganze im kleinen Bereich sieht, sieht halt jetzt auch diesen Trend hier oben reinlaufen. Und da sehen wir halt hier eine Korrektur in diesen Bereich hinein, dann nochmal eine Bewegung. Das heißt, für das Kleinste hier, für das Intraday-Trading ist halt dieser Rahmen hier relevant. Das heißt, ich mache auch hier noch was rein. Also hier, dieser Bereich ist jetzt für das kurzfristige Trading im Intraday-Bereich interessant, weil da sehen wir, dass diese Bewegung zu Ende geht. Und eine tiefere Korrektur fängt ja immer mit dem Kleinsten an. Und wer sich hier auf die kleinen Beine stellen möchte, der hat halt dieses Level. Wenn das gebrochen wird, dann haben wir eine Wahrscheinlichkeit gegeben, dass wir erstmal ein Stück weit tiefer korrigieren. Anlaufpunkte zur Unterseite haben wir dann erst einmal hier in diesem Level, als sich dieser Trend nach oben hin fortgesetzt hat, beziehungsweise dann natürlich hier im größeren Bild bezogen auf diesen Trend nach oben hier unten, dieses Level hier im Bereich der Marke von 1,1974 hier. Das ist dieser Bereich 1,197 unten. Ich habe es ja markiert. Das sind Marker, die sollte man da definitiv im Blick auch haben. Gut. Was haben wir noch? Fragen zum Chart habe ich nicht. So, Elena fragt noch. Ton, das ist geklärt. Gut, ansonsten weitere Fragen habe ich hier jetzt keine. Das heißt, an dieser Stelle sage ich, einen ganz lieben Dank für die Zeit wieder heute Morgen. Allen gute Trades, Handel geht gleich los. 9 Minuten haben wir noch bis zur aktuellen Börseneröffnung. Und dann werden wir sehen, wie der DAX sich heute schlägt, wie der Euro sich schlägt. Wir haben es ja gesehen, der Euro ist momentan auch wieder relativ stark, was so ein bisschen gegen einen steigenden DAX spricht, wenn diese Korrelation auch gleich bleibt. Also wir lassen uns überraschen. Es bleibt auf alle Fälle wieder sehr interessant und der Markt bietet aktuell wieder sehr, sehr schöne Chance. Und dann sage ich danke für die Zeit, gute Trades und bis morgen, wenn es wieder heißt, Blick in aktuelle Charts, Analysen, Handelsideen. Und morgen ist Freitag, das heißt, große Chartschau. Die Indizes schauen wir nochmal in Gänze an, was passiert ist. Gerne auch WTI, also Fragen rüber, Leute, nutzt die ganze Geschichte hier. Wir schauen auf die Nachrichten zurück in dieser Woche. Wir blicken auf das, was in der kommenden Woche an wichtigen Nachrichten ansteht. Und dann schauen wir in dem zweiten Teil für morgen, also in dem verlängerten Teil sozusagen, schauen wir auf Wirtschaftsdaten aus Deutschland und den USA, weil da haben wir diese Woche einiges bekommen, was wir am Freitag auswerten müssen, um einfach zu schauen, wie die fundamentale Seite hier ausschaut und was wir möglicherweise erwarten können. Also allen gute Trades und bis morgen. Ich freue mich drauf. Tschüss.